Ernsthaft? Der Mix klingt fürchterlich. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zum Kommentare kommentieren heute aus dem Regieraum, weil bei mir im Aufnahmeraum umgebaut wird. Irgendwas mit Strom. Kapier nicht und muss ja nicht. Prima Anleitung. Wenn's Rauschen, Brummen, Pfeifen wirklich weg muss, Audacity's Noise Reduction Effekt entfernt Störgeräusche anhand eines Profils, das du aus einer Passage mit nur Störgeräuschen erstellst. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich kenne das von Isotope RX. Das kostet natürlich Geld. Aber wenn wir hier in dem Kanal eben kostenlos bleiben möchten, dann schaut euch mal Audacity an. Also hier, lieber Manfred, vielen Dank für diesen Tipp. Ich wusste zwar, dass Audacity einen Haufen Scheiß kann, aber dass es auch anhand so eines Rauschprofils das auch wegrechnen kann, wusste ich nicht. Super. KI ist hilfreich, aber das Problem, was ich sehe, ist das gleiche wie in der Popmusik. Alles wird gleich klingen, dafür brauchen wir immer die Producer und Toningenieure. Der individuelle Einfluss eines Producers ist für mich immer wichtiger. Ja, Megan Sempel, zur KI und Musik sage ich gleich was dazu, weil wir haben ja noch mehrere Kommentare, die auf diese Folge eingingen. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Danke. Bitte. Wer braucht eine KI, wenn man den Andi hat? Liebe Grüße, Hans-Martin. Ja, Hans-Martin, liebe Grüße zurück. Ja, ich meine mich zu behaupten, dass ich ein bisschen besser bin wie Akai. In manchen Sachen zumindest. Es besteht beim Einsatz der KI auch die Gefahr, dass sich die Songs irgendwann alle gleich anhören. Will man das wirklich? Ja, die Frage ist, tun sie das nicht schon? Also wenn ich heute mal in die Charts reiche oder auch früher, gibt's denn einen Song, der die letzten Jahre rausgekommen ist, der die Musik oder wie Musik gemacht wird, völlig revolutioniert hat? Da könnt ihr mir gerne ein Beispiel in die Kommentare geben, weil mir fällt keins ein. Im Endeffekt kommt euch sie wieder. Wenn wir schauen, auch aktuelle Künstler und Künstlerinnen, da hörst wieder einen Song, denkst du so, oh, das hast du schon irgendwo mal gehört. Und dann googelst du das ein bisschen noch und dann merkst du, ach, den Song gab es vor 20 Jahren, kam der schon raus. Oder auch die Songs, die ich in meiner Jugend gehört habe, wo ich mir dachte, boah, das ist der heiße neue Scheiß. Und dann stellt sich heraus, dass das uralte Songs aus den 50ern, 60ern waren, die einfach wieder verwurschtelt worden sind. Also ich weiß nicht, ob KI so den großen Beitrag dazu bringt, dass Musik immer gleicher klingt. Hallo Anni, man kann als Nvidia-Grafikkartentreiber entweder den Game-Ready-Treiber oder den Studio-Treiber auswählen. Weißt du, was für die DAW am besten ist? Ja, der DAW, lieber John Denver, ist es grundsätzlich furz egal. Es gab vor Jahren mal die Idee, dass man diese Audioberechnungen auf die GPU, also die Grafikkarte, auslagert. Das war aber 2001, 2002 und es, glaube ich, sind im Moment spezielle Plugins in der Mache, die dir genauso unterstützen. Wichtig ist dann doch nur die CPU. Dass du eine ordentliche CPU hast, die die ganzen Effekte berechnet, aber Grafikkarte ist völlig wurscht. Außer du möchtest mehr als zwei Monitore gleichzeitig. Also, Monitore im Sinne von gucken, ne? Nicht Audiomonitore. Prima, ich bleibe im Bett liegen und die Arbeit lasse ich durch eine KI erledigen. Spaß beiseite. Wird diese Technologie in Kürze zehntausende Arbeitsplätze kosten? Schöne, noch neuere Welt. Ja, frei nach Orwell, gell? Es war uns ja irgendwann klar, dass irgendwann Computer so schlau werden, dass sie menschliche Arbeit ersetzen. Womit ich nicht gerechnet habe, dass es Künstler und Künstlerinnen betrifft. Das ist für mich was völlig Unerwartetes. Ich dachte tatsächlich, dass Taxifahrer, Busfahrer mit selbstfahrenden Fahrzeugen, dass die ersten sind, die da quasi ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber dass Leute, die Kunst schaffen, dass die jetzt halt quasi am Arsch sind, hätte ich nie damit gerechnet. Es wird kaum erwähnt, dass Musikalität nicht per App bzw. VST zu haben ist. Es gibt Menschen, die sich ein Starter-Pack-Gitarre kaufen und per Videos und PC in einem Monat Sultans of Swing spielen möchten. Gibt es ja alles in 5 Minuten. Und wenn es da nicht wird, enttäuschend. Ja, Olli, da gebe ich dir zum Teil auch wieder recht. Ja, das ist natürlich immer so, uns nimmt KI oder Computer nehmen uns vieles ab. Wo ist die Grenze? Wo es noch als Hilfsmittel anzusehen ist und wo es aber dann schon wieder sagt, okay, das hat jetzt die KI gemacht.
Man, das kann man genauso argumentieren wie zum Beispiel die Native Instruments. Da habe ich ja, wenn ich zum Beispiel dieses Gitarren-VST hernehme, nehmen wir mal den Session Guitarist 2. So, da muss ich im Endeffekt nur die Akkorde greifen auf meinem Keyboard oder die eintippen und den Rest macht Session Guitarist und das hört sich nach guten Gitarristen an. Ist die Frage, ist es dann noch ein Hilfsmittel oder ist es dann schon wieder, wo ich sage, okay, ist es dann schon Cheaten? Wen meinst du mit wir? Ozone und Co., das ist alles so ein schlecht klingender Bullshit. Ja, wenn ich es liest, ja, was meinst du denn da mit wir? Das hört sich so ein bisschen an wie der Gerhard Polt damals mit dem Leasingvertrag. Ja? Ja, mit dem Leasingvertrag haben wir einen Fehler gemacht. Ja, was heißt denn da wir? Ernsthaft? Der Mix klingt fürchterlich. Die Snare ist nur ein transienter Klick. Die Gitarren sind viel zu leise und viel mehr. Mann, wenn du so eine Arbeit abliefern würdest, dann wärst du sicher ganz schnell arbeitslos. Also, das macht Hoffnung. Denn du lieferst mit Sicherheit nicht so einen Schrott ab. Aber vielen lieben Dank fürs Testen. Munter bleiben und weiter so. Deine Cakewalk-Videos sind einfach Dufte. Ja, sagen wir es mal, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Und ja, ich war tatsächlich auch überrascht. Jetzt kommen wir zu dem ganzen KI-Zeug, ne? Da war ich echt überrascht, wie nicht begeistert ich davon war. Also ich habe mir erst dann wirklich gedacht, so, okay, ich würde das jetzt einfach durch jeden Track durchlaufen lassen, wie ich es auch im Video gezeigt habe. Und dann wird es schon. Aber tatsächlich sind viele Sachen nicht gut geworden, wo ich schon enttäuscht war. Weil dieses Suit, die kostet, ist nicht mehr günstig. Ich meine, es sind ein paar mehrere Tools dabei, aber es kostet knapp ein Tausender. Und von dem hätte ich mir jetzt doch schon ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht lag es ja auch an mir. Vielleicht war es ein Layout-Problem, dass ich die falschen Einstellungen gemacht habe. Aber ich bin wirklich immer auf Automatisieren gegangen. Also hier, hör dir das an und analysier es. Ich vermute, dass die KI, weil ich es ja auf jeden Track angewendet habe, die versucht natürlich, den Track zum Strahlen zu bringen und hervorzuheben. Und wenn jeder Track versucht hervorzustechen, sticht keiner mehr hervor und dann wird das Ganze ja eine Matschepampe. Was mir auch aufgefallen ist, es ist alles sehr höhenlastig. Also das Plugin gibt sehr gerne einfach bei den Höhen nochmal einen Boost, wo es gar nicht braucht. Bei den Vocals ist mir das zum Beispiel aufgefallen, dass die dann oft schon sehr grell und hell oder auch Bass unterbetont sind. Was ganz hilfreich ist bei diesen Tools, ob das jetzt das Ozone ist, ob das Nectar ist oder Neutron, wenn ich diese Gain-Match-Funktion nutze, dann tue ich mich dann viel, viel leichter, das Ganze zu bewerten. Weil unser Ohr ist einfach so getrimmt, alles, was lauter ist, klingt immer geiler im ersten Moment. So, und wenn ich natürlich jetzt hier, ihr habt es auch im Video gesehen, wenn ich dann die ganzen Effekte drauf habe, jeder Track oder auch die Summe, war dann noch um einiges lauter. So, und alles, was lauter ist, klingt im ersten Moment einfach geiler. Und wenn ich da Gain Match nehme, dann bleiben die gleich laut und dann kann ich objektiv beurteilen, klingt jetzt besser oder schlechter. Ich habe mich wieder sehr gefreut über eure ganzen Zuschriften, eure E-Mails, letztens sogar einen Anruf. Also macht so weiter. Ich freue mich. Ihr könnt euch auf neuen Content freuen. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus.